Liebe Rechtsfreunde, wie einige von euch vielleicht wissen, hat mich letzte Woche eine Nierenkolik schachmatt gesetzt. Wer nicht weiß, wie sich das anfühlt, ungefähr so, als wenn Chuck Norris mit einem Roundhouse-Kick einmal hier kräftig reintritt. Und es wird mich auch diesen Monat nochmal beschäftigen, soll jetzt aber nicht das Thema sein. Ich möchte heute über ein Thema reden, was mich diese Woche außerdem sehr beschäftigt hat. Und zwar das Thema Befangenheit. Wann ist ein Richter eigentlich befangen? Und wann kann der Richter eigentlich wegen Befangenheit abgelehnt werden? Wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Und warum ist dieser Befangenheitsantrag vor allen Dingen für Strafrechtler so verführerisch? Wir klären es in diesem Video. Und bevor wir loslegen, eine Art kleiner Disclaimer. Ich persönlich mit meiner unmaßgeblichen Meinung glaube, dass wir in Deutschland allgemein schon sehr, sehr gute Richter haben. Nicht so gut wie Anwälte, aber schon ganz okay. Und Fehler, die auch Richter machen, sind natürlich vollkommen menschlich und müssen nicht gleich bedeuten, dass der Richter dann befangen ist. Manchmal aber, sehr, sehr selten, hat man als Prozessvertreter das Gefühl, dass da irgendwie was faul ist im Staate Dänemark und der Richter befangen sein könnte. Ja, wann liegt diese Befangenheit denn nun vor? Der alte Repetitor Altmann sagte immer, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Und die Befangenheit ist geregelt in der Zivilprozessordnung unter dem Paragraphen 42 und im Strafrecht unter dem Paragraphen 24. 42, 24. Befangenheit hängen irgendwie zusammen, kann man sich leicht merken, ne? Befangenheit liegt demnach vor, wenn ein Grund gegeben ist, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des Richters zu rechtfertigen. Und das klingt ja wirklich interessant. Geeignet ist, Misstrauen zu rechtfertigen. Das bedeutet, wir müssen gar nicht dezidiert nachweisen, dass der Richter objektiv befangen ist, sondern es reicht eben, die Besorgnis der Befangenheit. Und das ist ja auch irgendwie logisch, da wir häufig ja gar nicht feststellen können, was bei dem Richter hier oben in der Birne vor sich geht. Und ich weiß, das Problem haben wir beim Vorsatz auch, aber darum geht es jetzt hier nicht. Maßstab für diese Beurteilung, ob ein Grund da ist, der Misstrauen rechtfertigt, ist nicht etwa die Partei selbst oder ihr Anwalt, sondern eben eine durchschnittliche, vernünftige und besonnene Partei. Ich weiß, es ist schwierig, euch das vorzustellen, aber denkt einfach an einen total durchschnittlich aussehenden Typen, der durchschnittlich intelligent ist mit einer durchschnittlichen Ausbildung. Ganz wichtig, bevor wir zu den Beispielen kommen, wenn der Angeklagte oder die Partei den Richter beleidigt, ich hau dir gleich eine Delle in deine Gewürzgurke, das geht natürlich nicht, sich dann hinterher auf Befangenheit zu berufen, weil man sagt, ja, jetzt habe ich den Richter beleidigt, dann ist er mir gegenüber komisch eingestellt. Auch wenn man den Richter irgendwie leicht provoziert durch sein Verhalten und der wird ein bisschen lauter, begründet das beim Richter keine Befangenheit. Ja, was sind denn nun die häufigsten Befangenheitsgründe? Grund Nummer 1, mangelnde Sachverhaltsaufklärung und starke Einseitigkeit. Wenn ein Richter sich gar nicht erst mit den Argumenten des Angeklagten oder einer Partei auseinandersetzt, wenn er sich weigert, den Sachverhalt aufzuklären, er macht hinterher ein Urteil, was dann häufig ein Überraschungsurteil ist, und stellt Fragen in den Vordergrund, die er im Prozess oder im Laufe des Prozesses überhaupt nicht gestellt hat, wo keiner damit gerechnet hat, dass es für den Richter auf diese Fragen überhaupt ankommt. Sehr häufiger Revisionsgrund, sehr häufiger Grund, warum auch Verfassungsbeschwerden erfolgreich sind. Punkt Nummer 2, die umgekehrte Seite der Medaille. Und deshalb tun mir die Richter auch manchmal ein bisschen leid, wenn sie einer Partei zu starke rechtliche Hinweise geben. Jetzt ist nicht jeder rechtliche Hinweis des Richters gleich ein Befangenheitsgrund. Aber beispielsweise in materieller Hinsicht, wenn der Richter zum Beispiel einer Partei einen Tipp gibt, wie sie sich im Prozess wohl am besten verhalten sollte, um den Prozess dann letztendlich zu gewinnen. Beispiel. Auch den Laien wird der Begriff Verjährung etwas sagen. Und da kommt es manchmal vor, dass dieser Punkt von vielen gar nicht gesehen wird.
manchmal auch von Parteivertretern, von Anwälten nicht und erst recht nicht, wenn die Parteien ohne Anwalt beispielsweise beim Amtsgericht auftauchen. Und da gibt es manchmal so den einen oder anderen Robin Hood-Richter, sehr, sehr selten, der dann zu so einer Partei sagt, ja, ist ja alles schon ganz schön lange her, ne? Wenn man da jetzt irgendwie so eine was sagen könnte oder eine Einrede hätte, wie wäre das, wenn der Gesetzgeber da sowas gefunden hätte? Wie fänden Sie das? Das ist natürlich ein krasser Befangenheitsgrund, weil er letztendlich der Partei den Hinweis gibt, die Einrede der Verjährung zu erklären. Und dann natürlich klar, Verwandtschaft, eigene Sachen, Verlobung, aber auch schon Liebesbeziehung oder manchmal auch schon enge Freundschaft. Und es gibt natürlich noch zahlreiche andere Fälle, aber das waren jetzt erstmal so die gängigsten. Liegt ein solcher Grund dann vor, dann muss der Prozessbevollmächtigte oder die Partei selbst ein sogenanntes Ablehnungsgesuch stellen, was dann erstmal vom Gericht aber selbst auf seine eigene Zulässigkeit überprüft wird, um so rechtsmissbräuchliche Anträge auszuschalten. Könnte was dran sein, dann entscheidet das Gericht hinterher ohne Mitwirkung des beteiligten Richters, also gegen den das Ablehnungsgesuch gestellt wurde, darüber, wobei der Richter aber vorher mal angehört wird. Ja, wie sieht es in der Praxis aus? Im Zivilprozess werden Befangenheitsanträge sehr, sehr, sehr selten gestellt. Im Strafrecht eher sehr, sehr selten, weil es für die Strafverteidiger eben einen besonderen Geschmack hat. Ein einmal erfolgreicher abgelehnter Richter kann nämlich dazu führen, dass der ganze Prozess von vorne losgehen muss. Neu aufgerollt, wie bei Monopoly. Zurück auf los. Wenn nicht gerade ein Ergänzungsrichter da ist, der aber, Achtung, den gesamten Prozess, also auch die mündlichen Verhandlungen, mitverfolgt haben muss. Und das ist der Grund, warum bei wichtigen Prozessen dann da eben auch so ein Ergänzungsrichter meistens vorhanden ist. Wenn das aber nicht so ist, und das ist in Zeiten knapper Stellen gar nicht mal so selten, dann kommt es zu diesem berühmten Platzen des Prozesses. Und genau deshalb sind diese Strafverteidigerkollegen immer so auf Zack, die koksen so viel. Nein, das war jetzt ein Scherz. Aber die müssen halt ganz genau auch gucken und aufmerksam sein und wach im Kopf, was der Richter die ganze Zeit da so erzählt und auch das übrige Verhalten des Gerichts und der Schöffen und der beiden Beisitzer oder wer auch immer da oben jetzt gerade ist, beobachten. Und wenn denen was auffällt, ein Befangenheitsgrund, und es läuft gerade nicht so gut bei diesem Gericht. Ja, warum nicht diesen Joker ziehen? Und bevor ihr nun liked, kommentiert und endlich diese verdammte Glocke aktiviert, damit euch jedes Video angezeigt wird, nochmal meine Meinung zu der ganzen Thematik. Nicht unterschlagen will ich nämlich, dass sehr, sehr viele Ablehnungsgesuche vom Gericht abgelehnt werden. Das sollte aber den Verteidiger oder den Prozessbevollmächtigten nicht dazu verleiten, aus Ehrfurcht vor dem Gericht zu erstarren und nicht zu tun. Denn ich weiß aus Gesprächen mit vielen Kollegen, dass sich, nachdem sie ein Ablehnungsgesuch gestellt haben, das Verhältnis zum Gericht deutlich, Achtung, verbessert hat. Und dass das Gericht fairer mit den Parteien und auch dem Prozessbevollmächtigten umgeht. Wie gesagt, ich glaube, dass wir in Deutschland allgemein gute Richter haben. Wenn das Gericht aber mal einen Fehler macht, der in Richtung Befangenheit geht, dann muss es die Konsequenzen führen.